Hallo, was geht? Wir spielen wieder V Rising und wollen den Banditenkönig tönen. Genau. Ja, mal kicken. So. Auf zur Banditenfestung. Making a dent. Blood sustains me. Ist es hier? Yeah.
Oh, ich trage Silber. Ist das doch da? Ach, ich muss hier lang. Okay. Sustains me. So, was haben wir hier? Marauder, Ring der Morgenröte. Okay. Ups. Nice, Blutmond. Und damit gehen wir auf den...
Make this a story worth telling. Oh Gott. Show me what you've got. A rousing battle. Oh. Okay. Oh. Dann war das doch relativ einfach. Dank des Blutmondes haben wir relativ wenig Schaden bekommen und konnten ordentlich austeilen. Und damit haben wir nicht nur ein Achievement bekommen, dass wir Akt 1 abgeschlossen haben, sondern können jetzt auch Eisen sammeln. Kann ich irgendwo Eisen bekommen? Hey, hallo und willkommen. Ich zock ein bisschen B-Rising und bin jetzt in Akt 2. Den haben wir gerade erledigt und haben eine Schneiderbank und eine Schmiede bekommen. Nice. So, was habt ihr denn gespielt? Hä? Ein Fuchs im Hühnerstall. Erkunde die Farmländer von Dunley. Okay. Und wie findest du Dyson Sphere? Thank you.
Oha. Blood reserves run low. So. Was zur Hölle war das? Oh oh. Da gehen wir besser nicht rein. Damnation is promised to the dark. Oh oh. So, ab und zurück. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, ich habe vorhin übrigens auch nochmal in Foundry reingeguckt. Und das läuft jetzt einfach parallel. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt... roundabout... Ich glaube, 12.000... Service-Roboter verkauft. Und irgendwie 800.000 Firmalitstangen. Kupfererz.
Oh. Gewöhnlicher Saphir. Schattenblitz. Nice. Ring der Morgenröte. Was? Schotterweg. Schotten, nicht Schotter. Schotterweg. So. Eisenerz kriegen wir da. Pferde, Wolfaden, Wolfaden. Okay.
So. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie Eisen bekomme. Oh. Beam. So. Ah, ein bisschen Eisen haben wir. Krieg und toter General. Okay, den holen wir nicht.
Oh. Ich hoffe, ich kriege genügend Eisenerz zusammen. So. Hier wird man so ein bisschen nervös. Luminance, I build your gun. Okay. Death is inevitable. Da konnten wir jetzt ohne selbst zu kämpfen den besiegen. Cool. Damit haben wir ein V-Blatt bekommen, ohne einen Finger krumm zu machen. Wir sind ein bisschen weggelaufen, okay. Aber... Taste of knowledge.
Wir haben jetzt den Krieger. Nice. Oder den Generalkrieg. Dann laufen wir jetzt mal in unser Lager und schmeißen mal die Schmelzöfen an. Nur... Auf welche Höhe war denn überhaupt Krieg? Sense, Türklinke Nocturn, Skelettpriester. Okay. Der war hier oben. Oh. Nice. Gefängniszellen freizuschalten, okay. Schön Kreaturenblut. Oh oh. Hilfe. Guten Abend. Ich hab grad eben Gegner besiegen lassen, der 10 Level über uns war. Und hab dafür eine Sense. Ja, hau raus. Moment. Okay, ich will eben meine Sachen abladen und dann gucke ich mal.
22. Mai. Zuschauer hat Astrometica vorgestellt. Das sieht irgendwie interessant aus. Irgendwie hat das hat ein bisschen was von Subnautica im Weltall. Oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber wenn das Spiel... Oh, aber guckt euch das hier an. Ja, ich auch gerade eben. Aber das hier finde ich interessant. Eben E-Mail checken. Oh Gott. Also, bis jetzt habe ich nur eine E-Mail vom Gronkh-Shop erhalten. So. Ich wollte schon mal hier Dekoration, Säulenornament. Oh.
cannot build here. Bäume fällen. So, Fundamente. This will not work. Oh. Ja, das ist wirklich nervig. 10 Stunden. Alter Schwede, da... Ja. So, und jetzt hockst du da. Ja, das ist schade.
Hast du denn schon angefangen, was zu planen? Wie du da vorangehst? Weil für vorbereitende Maßnahmen könntest du natürlich auch hier, wie heißt das, näher an die mit Flüssigkeiten und so weiter schon mal hin, beziehungsweise mit Rohren. Nee, ich glaube nicht. Also das nimmt ordentlich Platz in Angriff. Obwohl, warte. Ich habe 10 chemische Verarbeiter gebaut. Und die fördern mittlerweile für 4 Erzadern. Und ich glaube, 20 Bohrer, genügend Fracking-Flüssigkeit, dass die nonstop laufen können. Ja, muss man mal gucken. Also, ich kann sagen, das war relativ easy irgendwann. Also, sobald das voll ist, hast du natürlich einen guten Verbrauch. Und wenn du das Erz nicht verarbeitest, dann wird, glaube ich, auch keine Fracking-Flüssigkeit verarbeitet. Thank you.
Wie viele Forschung fehlen dir eigentlich noch? Ah, okay, dann geht das ja noch. Aber 10 Stunden Wartezeit ist... Ja, kann ich verstehen. Da bin ich so froh, dass das auf dem Server dann einfach im Hintergrund lief. Naja, ich hasse Warten. Und ich finde das das Interessante, oder das Coole daran, dass du einfach deine Maschinen so bauen kannst, dass sie am Ende dann, du kommst wieder und du hast ordentlich massig Rohstoffe. Das macht dann mehr Spaß. Oh Gott. Das ist... Ich weiß nicht, wie weit du Echo gespielt hast, aber wenn du die Schlacke hast, die du unterirdisch vergraben musst, damit du keine Probleme mit der Umwelt bekommst, ist genauso gut. Ja, ich auch. Ich glaube, ich habe bei Echo, ich glaube, 3 oder 4 Mal neu angefangen, einfach nur, weil ich irgendwie die Umwelt kaputt gemacht habe. Und dann einfach alles wirklich nur noch ein reinstes Wasteland war. Das war dann irgendwie Fallout mit hübscher Grafik. Ich habe übrigens einen Server dafür aufgesetzt. Mir fehlt jetzt nur noch die richtigen Einstellungen. Und dann kann man das zumindest mal testen.
Ja, das sollte erstmal reichen. Oh ja, ich, das Einzige, also morgen habe ich früher Feierabend. Das heißt, morgen kann ich mir mal ein bisschen die Serverkonfiguration und so weiter angucken. Weil aktuell... Ups. Läuft das relativ ruhig, aber was ein bisschen nervig ist, ist, dass die... Das ist ein bisschen zu viel für die Forschung. Aktuell läuft das nur auf 2 GB RAM. Das ist ein bisschen seltsam. Und sonst muss ich irgendwie mit DuckDNS meinen Router bounden. Und dann lasse ich das hier auf dem Server laufen. Das würde auch gehen. Da müsste ich aber einmal gucken. Produktion, Forschung, Herstellung, Veredelung. Hand behalten, ist auch mal ganz gut. Weil das hier braucht... Ach, Stein. Was hat hier? Oh, ich kann auch mal herstellen. 2. Okay, das... Damit sollte da erstmal ordentlich alles runterschmelzen. So, und was brauchte ich für eine Schmiede? Schwefel. Okay. Habe ich. Und 32 Eisenbarren. Wie viele habe ich? 6. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ups. Schloss, Treppen. Blockiert durch Umwelt. Okay, von da. Das Ganze hier noch und da den Stein. Dann könnte man hier den Kerker einsetzen. Irgendwie so. So, K. Der bringt Gefängniszellen, Gefängnisgerüst. Gefängnisblock, Gefängnisschloss, Gefängnis. Eingangsblock, Barriere, Tor, Epic. Schloss, okay. Und das bringt Gefängniszellen. Die bringt Kerzen, Wollfaden und Tasche mit Silberfäden. Großschwert. Tristan der Vampirjäger, Bluthunger. Oh. Nice. Als erstes wollen wir die. I don't have the proper tools. Sie das hier bei 4, 4, 3, ich brauche 32. Ach, noch 2, okay.
Was zur Hölle ist das? Radiumlegierung und das ist Geißelstein. Fensterscheiben, okay. Cool. Oh, ich habe das Schlossbodenlimit erreicht. Was brauche ich denn hier zum Upgrade des Schloss? Oh Gott. Das ist ein bisschen was. Produktion, Schmiede. Schloss. Ne? Eisenwaffen. Oh, Stufe 15. Dann brauchen wir Eisensense. Größeren Effekt auf Untote. Okay, Eisenkeule brauchen wir nicht, weil wir haben den... die Bergarbeiterkeule. Uns da gut vor, die uns gut helfen wird.
So, dann machen wir hier nochmal eine Forschung. Marauder Weste, Marauder Hose, alles Marauder. Wir warten jetzt erstmal, bis wir neue Waffen bekommen. Damit können wir ein bisschen mehr Schaden machen. Und dann mal gucken, ob wir irgendwo diese Schneiderin finden. So, jetzt die Frage, was holen wir uns als erstes? Eisenlangbogen. Eisenschwerter. Wir ein bisschen mehr Holz abbauen. Und das will ich doch direkt mal ausprobieren. Wie gut ist der Hammer? Kann man nicht meckern. Was für eine Waffe hat der? Okay. Kopf. Das weg. Bretter, okay, alles Bretter. Okay, das ist ein bisschen was. So. K, wo befindet die sich denn? Nordost. Auf dem Heiligen Berg oder eher hier in der Region? Kicken wir doch mal.
Dann zeig mir, wo ich hin muss. Nach Norden. So ein bisschen in die Richtung. Ist die da? Rein. Wer ist mein Ding? Gott. Die anderen Lande rüber, würde ich sagen. So. Ich sage ja noch Hupala. Oh oh. Moin. Ich habe noch so viel, dass ich genau passend herstellen kann. Ist ja wahnsinnig. Dann würde ich aber einen Bogen machen. Dann kriegt man da kriegt dann den Bogen. Oh, ich habe meinen Hut verloren. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas dazu bekommen haben. Hey, die Glocke leuchtet nicht, okay. Ja, abnehmen zu bitte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, die Sachen für... wie heißt das gleich noch? Die EXP-Einstellungen von Echo sind echt wild. Schon sneaky unterwegs. Opfer. Oh, eine Kuh.
This isn't working. I'm not making a dent. Toll. Okay, können wir da jetzt mal langsam rein? Jo, viel Spaß. Thank you.
97, das ist mega. Sanguine Regeneration. Oh, reiten. Mercy! Geht doch. It's worth a lot. Thanks in advance. One shot, one kill. One shot, one kill. Oh God. Please, be merciful. One shot, one kill. So, und jetzt können wir Stoffe herstellen. Richtig gut. Oh Gott. Ja, genau. One shot, one kill. Alter. One shot, one kill. Das erklärt zumindest den Regen von heute Morgen. Würde ich sagen.
So, was haben wir denn bekommen? Ein Webstuhl. Oh, können wir sogar herstellen. Nice. Oh, das ist super. Tristan, der Vampirjäger. Den wollen wir als nächstes. Bretter, okay. Cool.
dahin. Ach verdammt, ich hätte den Schlagbolzen noch mitnehmen müssen. Wofür brauchen wir denn Sonnenblumen? So, sehe ich irgendwo... Ah, ich habe Baumwollsamen bekommen. You better stick around. Uh-oh. I don't like cowards. Knoblauchaussetzung. Uh-oh. Also der Knoblauch, das greift einen echt an.
Nein! Oh Gott. Ja, nicht nur das. Offensichtlich wird man da auch so mariniert, dass man einen absolut abscheulichen Geschmack bekommt. Deswegen mag ich auch Knoblauch so gerne auf allen möglichen Gerichten. Also, Knoblauch ist immer gut. Ja. Das kann ich verstehen. Ich mag das auch nicht. Also, ich mag es gerne essen, aber es ist auch okay, wenn es am nächsten Tag dann wieder weg ist. Und nicht, wenn du aufstoßen musst und dann riecht alles nach Knoblauch. Das ist nicht cool. Cannot build here. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch eher mag, ist zum Beispiel eher mit Knoblauchpulver arbeiten, weil du es einfach besser dosieren kannst. Weil was ich zum Beispiel unangenehm finde, ist, wenn das wenn du Knoblauchzehen hast und dann wird das Gericht scharf, sage ich jetzt mal. Das finde ich nicht geil.
Oh ja. Das finde ich geil und was absolut mega ist, wenn du, wie heißt das gleich noch, This will not work. Warte, mir fällt's gleich ein, wenn du Knoblauch mit Pilzen zusammen fertig machst, das ist so geil. Schneiderei-Bodenbelag. Ja, dezent. Das muss richtig geil schmecken mit den Sachen zusammen, aber es darf nicht der Hauptgeschmack sein. Würde ich sagen.
Oh. Produktion. Blutessenz. So. Blutessenz. Noch ein. So. Oh Gott, ist das riesig. Ich kann noch bauen. Fundament. So. So, was kann ich jetzt hier? Jägerumhang. Alucards Umhang. Stufe 5, Holzhahnbrust. Willkommen zurück. Und wie weit bist du mit dem Hund gekommen?
So. Ah, okay. Ja, das ist ja auch angenehm. Da muss man nicht so weit laufen. So, Anbaufläche. Ja, habe ich damals mit meinem Hund auch gemacht. Meistens immer nach der Schule. Aber das ist auch schon 10 Jahre her oder... Nee, sogar länger. Ist wirklich mal entspannt, mal komplett rauszukommen und... ich hab's immer... Also ich hab's gerne meinen Grund zur frischen Luft genannt. Sonst war nur in der Bude hocken und zocken. Alter. Ja. So.
Oh Gott. Eben mal was kaufen. Mal gucken, ob es da Sachen gibt, die... Oh Gott. Für mich interessant sind. Ah. Oh, Kupfermünzen. Check out the goods. Can I interest you in a little something? Ein Pilgerhut. Holzfäller-Axt, okay. Got you something special. Bändige Aufseherstiefel. Ah! Mir fehlt noch ein bisschen was. Hm. Oh. Ich mir ein wenig Eisen. Hab ich irgendwas dabei? Ich wollte jetzt noch mal dahin und einfach mal gucken, dass ich Fäden bekomme.
Oh Gott. Was ist das hier? Wolfsband und... Cool. Höhö. Dann holen wir uns hier noch den Wolfsfaden. Und... Gott.
Ach, Schwefelerz will ich nicht haben. Oh Gott. Milizveteran, den will ich auch nicht haben. Oh Gott. Ich hatte null. Okay, das wurde echt Zeit, dass ich... Das wurde echt Zeit, dass ich hier Energie zurückbekomme. Da bin ich ja fast draufgegangen. Mit null Leben. Das ist noch nicht mal mehr closed, das war ja mehr als closed. Vor allem mit null.
So. Und dann könnten wir jetzt mal eben... einmal beim Händler gucken, ob wir da jetzt wieder schöne neue Sachen kaufen können. Ah, Schmiedeboden. Schön. So, damit können wir dann jetzt endlich den Schmiedebereich bauen. Gott, Kupferbarren. Dann haben wir jetzt den Schmiedeboden.
Ah, Geißelstein vor der Abenddämmerung. Handwerkstisch. Gartenzäumung. Üppig. Mitternachtsballkleid. Hängeregal. Studierzimmer. Cool. Der hier hat das. Kerzen. Und Magier. Oh. Was kriegt man hier? Heiliger Widerstand. Okay. Hängespiegelglas und Blutrosentrank. Die Schattenklinge, Schlitzer, Menschenverwirrung. Okay. Das hier sieht irgendwie aus, als ob das da nicht hingehört. Okay, das sind Berge. So, ich denke mal, dass ich für heute jetzt Feierabend machen werde. Dann gucken wir mal, dass wir morgen anfangen, die hier auf 44 zu erledigen. Und hoffen, dass wir vielleicht noch irgendwie Rüstungsteile bekommen. Dass wir den hier machen, einen von den beiden. Mit Bewegungstempo oder so. Genau. Aber so würde ich jetzt für heute erstmal einpacken. Und ja. Morgen muss ich mal gucken, wann ich online komme, weil ich noch nicht genau weiß, wie lange ich mit dem Server rumspielen werde. Das ist immer so eine ganz große Problematik von mir. Und, ja. Aber das wird dann ganz entspannt. Dann spielen wir weiter eine Runde wie Rising. Oder vielleicht haben wir ja Beta-Zugang. Zu dem Spiel bekommen. Da könnte man auch mal gucken. Bis jetzt habe ich noch keine E-Mail bekommen. Aber das wäre ja bestimmt auch ganz interessant. Ja, aber für heute ist dann erstmal Feierabend. Und ja, dann kicken wir einfach mal. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Abend noch. Und auf jeden Fall eine gute Nacht. Schlaf gut. Und ja. Dann auf jeden Fall bis morgen. Und auf jeden Fall danke fürs Dabeisein und gute Nacht. Und macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.